Katja ist Logopädin und Mutter von einer 4-jährigen Tochter. Die Wahlaargauerin ist sehr modeinteressiert und möchte sich heute im PKZ Women Zürich von unserem Newstyle-Team beraten lassen. Ich habe mich angemeldet, weil ich gerne älter möchte aussehen. Ich bin jetzt 37 und muss noch regelmässig meinen Ausweis zeigen und das kann ziemlich nerven. Jetzt freue ich mich sehr auf den Tag und bin gespannt, was Profis für Inputs und Tipps haben, wie ich mit einem passenden Haarschnitt, einem Make-up und einem lässigen Outfit meine Persönlichkeit besser zum Ausdruck bringen kann. Wir starten das heutige Umstyling mit einer neuen Frisur und einem Make-up von Dobi Professional. Katja war heute bei mir und hat gesagt, Martin, ich möchte unbedingt älter aussehen. Heisst aber nicht, dass mir die grauen Haare aussehen. Darum haben wir bei ihr auch gerade gestartet mit der Farbe. Ich habe einen schönen, frischen Braunton aufgetragen und somit habe ich eigentlich ihren Typ passend unterstrichen. Schöne, dominante Augenbrauen sind noch völlig modern. Trotzdem kann es aber auch too much sein. Wir haben es bei der Katja die Augenbrauen schön aufgefrischt und dann ein bisschen Lockenträgerinnen beklagen sich wie immer, sie haben trockene Haare. Darum sind Haarmasken sehr, sehr wichtig. Die Locken brauchen Feuchtigkeit, damit sie schlussendlich einen schönen Glanz haben und auch perfekt in ihrem Schwung zur Geltung kommen. Auch beim Lockenschnitt gibt es verschiedene Sachen, die man berücksichtigen muss. Wenn alle Haare auf einer Länge sind, dann wirkt es wie ein Zelt. Darum haben wir bei der Katja die Länge gelassen, alles recht durchgestuft und somit haben wir die Form optimal ausgleichen. Katja hatte den Wunsch, dass sie heute die Haare mal etwas anders dreht, weil sie dreht tagtäglich mit ihren Naturlocken. Darum haben wir es schön ausgeföhnt und nachher mit dem Lockenstab wieder eingedreht. Und somit haben wir einen perfekten Schwung drin, der einen schönen Glanz hat und trotzdem lockig wirkt. Und weiter ist es gegangen mit dem Make-up. Bei Dunkelhäutigen ist es immer wichtig, dass die Lidschatten einen leichten Glanz drin hat. Somit kann man den Kontrast etwas rausholen und das Auge frisch aussehen lassen. Die Wimpern haben wir getauscht, die Augenbrauen schön nachgezeichnet, selbstverständlich die Haut ausgeglichen, schönes Rouge auf die Wangen gegeben und dann war der Fokus die Lippe. Durch das Katja erwachsener möchte aussehen, haben wir uns für einen roten Lippenstift entschieden. So sieht sie reifer und älter aus. Welche Outfits Luisa Rossi für Katja ausgewählt hat, erfahren Sie später in der Sendung.